in Formel 3 beschädigt. Und hier sehen wir es immer. Identisch wie Nico Rosberg. Beim Anbremsen auf die Tarzanbucht bleiben die Räder stehen. Nur ihn schiebt es gerade in die Reifen. Darf der Ambulance Mercedes auf die Rennstrecke. Ah, ist da vielleicht ein Ölfleck? Ist die Strecke dort zu dreckig? Oder war der Bremspunkt einfach zu optimistisch gelegt von Daniel Larusso?